herzlich willkommen zu diesem neuen Aromaöl-Video. Es geht diesmal um Rosmarin. Rosmarin kennst du wahrscheinlich eher zum Kochen und weißt gar nicht, dass es dafür auch ein ätherisches Öl gibt. Und viele denken bei Rosmarinöl jetzt eher so an eingelegten Rosmarin in Olivenöl, das man dann wirklich so zum Kochen dann verwendet, für das Einlegen, Marinieren von Fleisch oder Gemüse. Aber in dem Fall geht es wirklich um das destillierte Kraut. Und welche Wirkungen das eben auf dich haben kann, entweder auf deine psychische Wirkung oder auch auf die körperliche Wirkung. Rosmarin ist ja wirklich echt total bekannt und viele verbinden das eben auch mit Urlaubsorten. Denn Rosmarin wächst sehr viel auch im Mittelmeerraum. Rosmarin ist ja auch aus dem Lateinischen Rosmarinus, Tau des Meeres. Aber wächst natürlich auch hier bei uns in den Gärten oder auf den Balkons. Also ich habe auch eine riesige Rosmarinpflanze im Garten, zwei Stück sogar. Und die blühen auch immer wunderschön. Kleine blaue Blüten und die Bienen gehen total gerne dran. Ist also auch wirklich ein ganz toller Insektenstrauch, wenn du Platz hast im Garten oder auf der Terrasse. Ja, aber das ätherische Öl hat auch einige sehr tolle Wirkungen. Ich habe jetzt hier das Rosmarin-Kampfer von Primavera. Es gibt aber noch zwei andere Arten, und zwar heißen die, das lese ich jetzt auch lieber ab, bevor ich das falsch ausspreche, Rosmarin-Cineol oder Rosmarin-Verbenon. Und das ist wichtig zu unterscheiden, denn dieses Rosmarin-Verbenon, denn da ist dieser Gehalt an Kampfer sehr, sehr niedrig. Und Kampfergehalt ist überhaupt nicht, ein hoher Kampfergehalt ist sehr ungünstig, wenn du schwanger bist oder eben auch epileptische Anfälle bekommst und vor allem eben auch bei Kindern unter 6 Jahren. Da ist das auch nicht geeignet. Darum bitte aufpassen in Haushalten, wo kleine Kinder oder eben wo jemand schwanger ist, dann bitte nicht. Ja, aber was bewirkt denn jetzt ein ätherisches Rosmarinöl? Das eine ist zum Beispiel auf der körperlichen Seite, dass er anregt, dass er dich frisch macht, wach macht. Gerade wenn du eben auch mit einem niedrigen Blutdruck zu tun hast, dann ist das wie so, ja, ein ätherischer Espresso sozusagen. Also morgens dann Duschgel sich beduften oder auch ein Haarshampoo schon beduften mit Rosmarin, das bringt dich schon mal ein bisschen besser so in deinen Kreislauf, so ein bisschen mehr in Schwung. Das ist die eine Wirkung. Das andere ist, Rosmarinöl wird sehr gerne auch in Mandelöl reingemischt und kann dann eben auch vor oder nach dem Sport verwendet werden, denn das Rosmarinöl regt auch die Durchblutung an. Das heißt, einmal ist es gut vor dem Sport, um die Muskeln schon mal so ein bisschen zu erwärmen, oder eben dann nach dem Sport auch wiederum, um eben dann einen Muskelkater auch zu behandeln oder auch gar nicht erst jetzt das der sich dann so stark anfühlt. Aber auch bei Rheuma oder bei anderen Gelenkbeschwerden tun die auch sehr gut. Öle, die eben dann auch Rosmarin mit enthalten. Ja, und wenn du aber jetzt diesen niedrigen Blutdruck halt hast, wie gesagt, und du verwendest dann auch Rosmarinöl so als Körperöl, also gemischt in Mandelöl dann zum Beispiel oder Jojobaöl, dann musst du aufpassen, wenn du Bluthochdruck hast, lieber darauf verzichten. Also oder eben dann mit einem Arzt oder Heilpraktiker dann das dementsprechend absprechen. Ja, Rosmarin wird auch ganz gerne genommen eben in der Küche. Und es gibt ja auch einen Anbieter, der vertreibt ätherische Öle, die in einer Lebensmittelqualität sind. Oder sagen wir so, sie sind dafür zugelassen. Das ist ja in Deutschland unterschiedlich gegliedert, ob ein ätherisches Öl für Kosmetik, für den Lebensmittelbereich oder für ja, Sonstiges zugelassen ist. Das sind unterschiedliche Stellen, unterschiedliche Prüfverfahren. Und das muss dann also schon extra gekennzeichnet sein, dass man das ein ätherisches Öl als Lebensmittel oder als Kosmetika verkaufen darf. So. Aber beim Kochen, wenn du also jetzt Rosmarin zum Kochen nimmst, dann wird er ja oft nicht nur genommen des Geschmacks wegen, sondern eben auch, um die Verdauung auch zu fördern. Wenn du gerade bei so schweren, fettigen Speisen, das vertragen oft viele nicht, aber dann gibt es eben Gewürze, die ätherische Öle enthalten und die das Essen dann leichter machen. Also so zum Beispiel Bohnenkraut wird ja oft bei Bohnengerichten verwendet. Rosmarin wird dann oft eben in
in Eintöpfen auch gerne verwendet oder halt in der mediterranen Küche, aber viele nehmen das einfach nur des Geschmackes wegen. Ja, bei Erkältungen ist das Rosmarinöl auch gut zu verwenden, zum Beispiel dann eben für Inhalationen, also immer so ein bisschen ein, zwei Tropfen in etwas Salz vermischen und dann eben ein Teelöffel Salz, Meersalz, das dann eben schon mit dem ätherischen Öl vermischt wurde, in heißem Wasser auflösen und inhalieren. Das tut dann ganz gut, wenn du eben verschleimt bist, Nebenhöhlen, Nase, oder auch Husten hast. Und es wird auch sehr, sehr gerne genommen im Beauty-Bereich mittlerweile. Ich habe es ja schon erwähnt, eben du kannst das ätherische Rosmarinöl in ein Duschgel tropfen oder eben auch in ein Shampoo. Gerne auch mischen mit Grapefruit und oder Zeder oder Zitrone auch. Und das ist dann eben auch ganz toll, einerseits hier so als Öl, wenn du eine Bindegewebsschwäche hast, also Zellulite. Das es regt ja die Durchblutung an und es strafft auch so ein bisschen das Bindegewebe. Aber eben auch gerade beim Haarshampoo wirkt es sehr gut, da ist es auch schon oft bekannt, für die Kopfhaut, bei Schuppen oder auch bei Haarausfall. Also das ist auch wirklich eine ganz tolle Wirkung. Ja. Rosmarin hat eben auch die Eigenschaft, dass es den pH-Wert reguliert von selber. Das heißt, egal ob du einen eher niedrigen oder einen hohen pH-Wert auf der Haut hast, Rosmarin reguliert das in beide Richtungen. Also wenn es zu sauer ist, reguliert es das dann in die andere, in das basische Milieu dann wieder. Außerdem wird Rosmarin eben aufgrund seiner antiseptischen, antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften auch gerne bei Mischungen verwendet, die zum Beispiel gegen den Fußpilz sind oder eben Akne oder Hautekzemen. Dafür brauchst du aber wirklich Rezepte, die schon gut ausgeklügelt sind. Und da kann ich immer wieder nur auf Fachbücher verweisen. Wir haben da ja auch einige im Shop. Ich blende dir aber jetzt dann gleich mal hier noch ein paar Titel ein. So zum Beispiel die ätherische Hausapotheke von der Maria Kettenring oder eben auch das neue Buch, das eben auch hier von einigen Mitarbeiterinnen von Primavera geschrieben wurde. Und es gibt dann noch eine ganze Reihe mehr an Buchtiteln. Rosmarin macht jetzt aber nicht nur wach, sondern es fördert auch die Konzentration. Und da gibt es auch schon eine britische Studie zum Beispiel, die hat eben auch herausgefunden, dass es um 75% die Gedächtnisleistung steigerte von der Gruppe, bei der Rosmarinöl angewendet wurde als Beduftung, im Gegensatz zu der Kontrollgruppe, bei der das nicht passiert ist. Und da finden jetzt eben auch noch weitere Studien statt, inwiefern man eben Rosmarinöle anwenden kann bei Menschen, die unter Alzheimer oder Demenz leiden, wie es ihnen helfen kann, den Alltag wieder zu erleichtern. Also es wird jetzt nicht als Heilwundermittel für die Krankheiten verwendet, sondern um eben bestimmte Prozesse zu verlangsamen, zu stabilisieren oder eben doch auch leicht zu verbessern. Also es hat eben auch diese Wirkung bei Antriebslosigkeit, dass dir wieder so ein bisschen Schwung gibt, innere Stärke auf. Das ist ja oft bei Holzölen, denn Holz ist ja doch stabil, es strebt hoch auch. Oder eben auch bei Konzentrationsschwäche und auch geistiger Erschöpfung. Und da ist zum Beispiel auch eine schöne Mischung, zwei, drei Tropfen Rosmarin und Zitrone im Duftbrunnen oder der Duftlampe. Das mache ich auch ganz gerne tagsüber. Und das macht so einen schönen, frischen, klaren Duft einfach und ist auch wirklich dann toll im Arbeitszimmer oder auch in Räumlichkeiten, wo die Kinder dann einfach ihre Hausaufgaben machen. Wenn sie, wie gesagt, nicht zu klein sind. Also sollten schon ein bisschen größer sein, also zumindest Schulkinder. Ja, hier ist das Heft übrigens von Primavera. Das ist der neue aktuelle Duftführer 2020, 2021. Den kannst du kostenfrei bei uns im Shop bestellen. Wir müssen natürlich die Versandkosten berechnen, das ist ganz klar. Solltest du nur den Katalog bestellen wollen, dann verringern wir nachträglich die Versandkosten. Das kann ich ja als Brief einfach dann versenden. Und hier drin findest du dann eben einmal sämtliche Öle, die Primavera anbietet,
auch dann immer mit so einem kurzen Überblick, mit dem lateinischen Namen, ob es eine Herznote ist, Basisnote oder Kopfnote und welche Duftwirkung es hat, wie die Dosierung empfohlen wird. Es gibt aber noch sehr viel mehr, nämlich zum Beispiel hier, wie viele Tropfen nehme ich denn jetzt für welche Altersgruppen? Was möchte ich denn auch erreichen damit? Wie mache ich die Anwendung? Dann sind noch einige Rezepte dann eben drin. Natürlich noch die fertigen Primavera-Produkte auch vorgestellt, das ist ganz klar. Aber vielleicht findest du dann eben auch ein paar Ideen für dich, wie du aus Einzelölen jetzt für dich ein eigenes Öl dann auch mischt. Zum Beispiel gibt es hier ein fertiges Muskelöl. Ja, das besteht aus einem Grundöl und eben verschiedenen ätherischen Ölen. Und du kannst aber auch, wenn du selber schon einige Öle zu Hause hast, kannst du dir das dann ja auch selber zubereiten. Oder hier. Aber du kannst dir dann ja auch Anregungen holen. Also hier ist zum Beispiel diese Schlafpulserie und da gibt es eben bei dem Balsam, da ist zum Beispiel Mandel- und Aprikosenkernöl enthalten und dann eben aber auch ätherische Öle wie Lavendel, Vanille, Neroli und noch ein paar andere Sachen. Die sind alle so, das sind alles beruhigende Öle. Und im Grunde genommen kannst du dir aber auch selber ein Öl dann herstellen, ganz einfach. Jetzt nicht unbedingt als Balsam. Das ist also so ein sehr weich, cremig. Du kannst dir aber auch ein Öl dann herstellen mit Jojobaöl, Mandelöl, bisschen Lavendel, Neroli, Vanille. Vielleicht noch was anderes dazu. Das kannst du auch ausprobieren. Und kannst dann auch Glasfläschchen verwenden. Ist dann vielleicht auch noch ein Tick nachhaltiger. Ja, gut. Das war es also für heute. Heute ging es um den Rosmarin. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und demnächst geht's weiter mit einem anderen ätherischen Öl. Tschüss.